Guten Abend, meine Damen und Herren. Am zweiten Tag der Koalitionsgespräche zwischen der CDU und der CSU in Bonn bleibt weiterhin unklar, ob CSU-Vorsitzender Strauß ein Regierungsamt übernimmt oder nicht. Bundeskanzler Kohl hat Strauß ein Ministeramt angeboten, wobei nicht bekannt gegeben wurde, welche Ressorts für den bayerischen Ministerpräsidenten in Frage kommen. Die CSU will zunächst die morgen beginnenden Gespräche mit der FDP abwarten, um dann am Samstag endgültig zu entscheiden, ob Strauß nach Bonn geht. Einige der Organisatoren der Danziger Demonstrationen vom Wochenende sind heute festgenommen worden. Dies meldet die polnische Nachrichtenagentur PAP, die den Namen eines der Organisatoren mit Waldemar Bobkowski angab. Wie es weiter hieß, beschlagnahmte die Polizei mehrere hundert Flugblätter. Wie viele Personen bei dieser Gelegenheit festgenommen wurden, gingen aus der Meldung nicht hervor. Zwei israelische Offiziere sind heute getötet worden, als ihr Fahrzeug südöstlich der libanesischen Hauptstadt Beirut auf eine Mine auffuhr. In Beirut sind in den vergangenen 24 Stunden 13 Soldaten der internationalen Friedenstruppe bei Anschlägen verletzt worden. Zu dem Anschlag auf eine amerikanische Patrouille bekannte sich eine bisher unbekannte Organisation mit dem Namen Heiliger Islamischer Krieg. Die libanesische Armee riegelte zusammen mit US-Soldaten den Süden der Stadt ab. Nach einer sofortigen Fahndung wurden Waffen und Munition sichergestellt und mehrere Verdächtige verhaftet. Die amerikanische Filmschauspielerin Barbara Bel Geddes, bekannt als Miss Ellie in der weltberühmten Fernsehserie Dallas, musste sich am Dienstagabend in Los Angeles einer Herzoperation unterziehen. Die 60-jährige Schauspielerin hatte wenige Stunden zuvor einen Herzanfall erlitten. Die Operation habe knapp 5 Stunden gedauert, hieß es in Los Angeles, die Patientin befände sich in normalem Zustand. SPÖ-Klubobmann Fischer sagte heute, eine neuerliche absolute Mehrheit für die SPÖ sei auf des Messers Schneide. Sollten die Grünen ins Parlament kommen, dann wäre sie wenig wahrscheinlich. Auf mögliche Koalitionen nach der Wahl angesprochen, sagte Fischer, eine Zusammenarbeit von ÖVP, FPÖ und Grünen sei möglich. Nach den Bedingungen der Freiheitlichen für eine Koalition mit der SPÖ sei die FPÖ in Wirtschaftsfragen näher an der ÖVP als an den Sozialisten orientiert. ÖGB-Präsident Benja hat erklärt, er werde Bruno Kreisky ersuchen, auch dann Bundeskanzler zu bleiben, wenn die SPÖ bei der Nationalratswahl die absolute Mehrheit verlieren sollte. In einem Interview mit der morgigen Ausgabe der Kronenzeitung meinte Benja, er würde Kreisky wie viele andere Parteifreunde empfehlen, auch eine Koalitionsregierung zu führen. ÖVP-Parteiobmann Mock hat heute bei einer Wahlveranstaltung neuerlich erklärt, die Volkspartei werde sich nach der Wahl für einen Abbau der Politikerprivilegien einsetzen. Auch wenn die ÖVP in Opposition bliebe, würde er seinen Abgeordneten verbieten, sogenannte arbeitslose Einkommen anzunehmen. Darunter verstehe er die Gehälter von Beamten, die zugleich Politiker sind und von ihrem eigentlichen Dienst bei vollem Gehalt freigestellt sind. Außerdem will Mock erreichen, dass Politikerbezüge voll versteuert werden. Als Folge der jüngsten Ölpreissenkung wird Ofenheizöl billiger. Ab morgen kostet der Liter 6 Schilling, um 50 Groschen weniger als bisher. Der neue Preis wurde von Handelsminister Starrybacher durch eine Verordnung festgesetzt, nachdem sich die amtliche Preiskommission nicht hatte einigen können. Die Arbeiterkammer hatte eine Preissenkung um 50 Groschen verlangt, die Mineralölfirmen wollten jedoch nicht mehr als 30 Groschen zugestehen. Finanzminister Salcher zeigte sich vor Wirtschaftsjournalisten optimistisch über die Konjunkturentwicklung in Österreich. Der Finanzminister begründete seinen Optimismus vor allem mit den sinkenden Zinsen und der Verbilligung von Erdöl. Das Wirtschaftsforschungsinstitut werde bei seiner nächsten Revision der Konjunkturprognose die Preissteigerungsrate herabsetzen, dagegen die Rate des Wirtschaftswachstums im heurigen Jahr erhöhen. Pläne für die von Sozialminister Dallinger erwähnte Anhebung des Spitzensteuersatzes von derzeit 62% auf 65% sowie über eine verstärkte Besteuerung der Überstunden bestünden, wie Salcher sagte, im Finanzministerium nicht. Ein 10-jähriges Mädchen ist heute Nachmittag in Wien Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Das Mädchen wurde kurz vor 17 Uhr in einer Blutlache liegend in der Damentoilette der U-Bahn-Station Schottenring aufgefunden. Dem Kind waren mit einer Axt die Ring- und Mittelfinger beider Hände abgetrennt und der Zeigefinger der rechten Hand verletzt worden. Außerdem erlitt das Mädchen einen Schädelbruch. Die Rettung brachte die 10-Jährige in die zweite Unfallstation des Allgemeinen Krankenhauses. Die Ärzte bemühen sich zurzeit, die abgetrennten Finger wieder anzunähen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Von dem Täter gibt es allerdings keine genaue Beschreibung. Das Wetter. Zunehmend sonnig, schwach windig und weiterhin mild. Frühtemperaturen 3 bis 7, Tageshöchstwerte meist um 14, im Süden um 12 Grad. Damit ist unser Programm beendet, meine Damen und Herren, und ich sage nun auf Wiedersehen.